Ich habe gerade total viel gelernt, weil diese ganzen Verwaltungshintergründe der Teiche waren mir gar nicht klar. Insofern war das sehr spannend, auch zu hören, dass, weil in der Tat im Moment die Trockenheit groß ist und das auch nicht gut ist. Aber das ist, glaube ich, ein allgemeines Problem. Gestatten Sie mir den Satz nur vorweg. Ich war vorgestern noch in der Eifel unterwegs und ich habe mal als Schüler in der Schülerzeitung über das Waldsterben geschrieben. Und ich hätte mir niemals vorstellen können, dass das mal, das, was wir damals mit dem sauren Regen hatten, was wir jetzt wegen der Dürre haben, was das für ein Ausmaß hat. Mhm. Und der Toni Hofreiter, der war gestern hier in der Region, heute noch auf der Demo. Und ich muss ehrlich sein, der sagte auch, er kriegt den Mund hier nicht mehr zu. Wir sind inzwischen hier im Rheinland, das bestätigen auch die Dürrekarten, neben Ostdeutschland eine der hauptbetroffenen Regionen. Man sieht überall an den Straßen, wie die Bäume Ende August Laub verlieren. Wenn man im Nationalpark unterwegs ist, Buchen verlieren die Blätter, die Fichten sind schon lange tot, ne, weil die waren eh nicht standardgerecht. Das betrifft natürlich auch die Teiche da, die Bettburger Teiche, die natürlich, da reicht die Pumpe dann auch nicht mehr bei der Trockenheit, nee. Das dann an der Stelle auszugleichen, weil eigentlich sollten die sich mit Regenwasser natürlich füllen. So, und warum interessiert jemand, der im Bundestag ist, sich für irgendwelche Teiche, die mal die Klärteiche einer Zuckerfabrik waren? Das hat eine lange Historie. Also bei mir persönlich ist das so, dass ich von Kindesbeinen an mein Vater mir mal ein Fernglas geschenkt hat. Der war Jäger und er hatte wahrscheinlich oder er hatte ziemlich sicher die Erwartung, es streitet er heute ein bisschen ab, aber er hatte die Erwartung, dass ich irgendwann dann auch mal eine Flinte in die Hand nehme und Tiere totschieße. Das kam nicht so, sondern ich habe eher Spaß daran gefunden, Vögel zu beobachten und das ist bis heute mein Hobby und meine allerliebste Freizeitbeschäftigung geblieben. Diese Teiche hier, ich habe mal in einem Buch gelesen, die Klärteiche der Zuckerfabriken, die es früher ja hier in der Region sehr zahlreich gab. Wir haben in Elsdorf auch noch einen. In Elsdorf gab es auch mal die berühmteste, das war die Escher Bürge, die lag im Hambacher Wald. Das war noch eine ganz andere Nummer, Michael Wusser, da gab es richtig Leute aus Großbritannien und so, die pilgerten dahin im Herbst jetzt um die Zeit, also genau jetzt um die Zeit, weil das hatte einen Grund, in Skandinavien und Sibirien brüten Limikolen, sagen die Fachleute dafür, das sind so Vögel, wir sehen die auch gleich da hinten, mit so langen Schnabeln, die im Schlamm picken. Und das sind verschiedene Arten. Wir werden da gleich einen Waldwasserläufer sehen. Den Namen müssen Sie sich nicht merken, aber es sind interessante Vogelarten. Und früher haben die wahrscheinlich hier, war das ja alles mal Sumpflandschaft, da haben die hier in irgendwelchen Mooren gerastet. Aber irgendwann haben die Menschen hier das alles im 19. Jahrhundert und dann in der Braunkohle noch viel mehr, alles trockengelegt. Und dann waren diese Zuckerteiche, diese Klärteiche der Zuckerfabrik waren quasi die Ersatzfeuchtgebiete, die die Vögel dann auch angenommen haben. Und die meisten sind verloren gegangen. Es gibt noch einen aktiven Teich, der ist bei Jülich. Ist aber merkwürdigerweise nicht viele Vögel drin. Keine Ahnung, nie verstanden, woran das liegt. Und hier ist es Gott sei Dank gelungen, schon vor vielen Jahren, dass diese Teiche nicht irgendwie zugeschüttet, zugewachsen sind, stillgelegt worden sind, sondern dass man die erhalten hat. Auch damals haben schon Grüne mitgewirkt hier im Rhein-Erft-Kreis, dass das erhalten bleibt und dass diese Teiche einfach da bleiben. Und es ist für Onis aus der ganzen Region, aber auch darüber hinaus, immer im Spätsommer, Frühherbst, also August, September, sind da vor allen Dingen die Monate. Es hat in früheren Jahren aber auch mal sehr interessante Brutvogelarten hier gegeben, die eigentlich gar nicht hier hingehören. Wir haben Schwarzhalstaucher und sowas gebrütet, das führte dann auch zu Pilgerströmen und die einfach diese Teiche dann halt auch anziehen. So, und die meisten von Ihnen werden, wer sich noch nicht so sehr mit Vogelkunde und Ornithologie beschäftigt hat, der wird Vögel wahrscheinlich eher so mit Singen und Singvogel, Amsel und sowas assoziieren.
das ist jetzt nicht mehr. Also das ist im Frühjahr, weil im Frühjahr, bevor die brüten und Nachzucht produzieren, dann revieren die Menschen. Der Gesang hat da einen ganz einfachen Grund. Der heißt, Mann mit Wohnung und sicherem Einkommen sucht Frau, sechs Nachkommensgestaltung. Das hat die, ist die Funktion dieses Gesangs. Und andere Männer bitte fernhalten. Ne? So, das ist auch die Botschaft. Singen fast immer nur die Menschen. Das ist das, was man im Frühjahr hört. Das ist aber dann, wenn das Jahr fortschreitet, wird das immer weniger Richtung Sommer hin. So ab Juli kann man sagen, hört man eigentlich keinen Vogel mehr singen. Wenn wir jetzt hier im April stehen würden, dann würde hier rum alles zwitschern. Jetzt zwitschert gar nichts. Die meisten Vögel sind aber noch hier, die also im April auch hier waren. Nur die machen nichts mehr, weil Junge sind groß oder man hat mit der Brut nicht geklappt. Jedenfalls dieses Revierimponiergehabe muss nicht mehr sein. Das, was jetzt interessant ist, für viele Vogelarten hat schon seit Ende Juli der Winter begonnen. Das sind nämlich dann die, die jetzt in den Teichen sitzen. Da sitzen noch ein paar Enten und sowas. Sehen wir gleich alles Reiher, die teilweise dann aus Nordeuropa einfach hier durchziehen. Und für die sind diese Teiche so eine Art Trittstein. Oder man könnte heute auch sagen Raststätte. Oder wo sie dann auf dem Weg ins Winterquartier, die überwintern im Mittelmeerraum oder teilweise dann auch noch weiter südlich der Sahara den Staaten von Westafrika, wo sie hier dann einfach ein paar Stunden oder manche dann auch ein paar Tage und Wochen dann verbringen. Und da sind diese Feuchtgebiete enorm wichtig. Weil die Vögel tanken dann quasi hier auf. Und man sieht das auch gleich, die picken ganz intensiv in dem Schlamm rum. Und es wäre total fatal, wenn die dann komplett trocken fallen. Insofern höre ich gerne, dass es da Aktivitäten gibt, dafür zu sorgen, dass also auch in diesen Dürresommern, die ja jetzt zur Regel werden, dass es gelingen kann, diese Teiche so als, das ist natürlich künstlich oder so, aber als Ersatzlebensräume für das, was hier mal vor dem Menschen war, nämlich die Moore und Feuchtgebiete und Sümpfe, die vor der Kanalisierung und Melioration dann am Ende hier existiert haben und dass dieser Ersatzraum, Lebensraum erhalten bleibt. Warum habe ich dieses mal hoch, oder? Nein. Ja, letzter Satz, ja, dann ja. Gehen wir hoch. Letzter Satz, dann gibt es auch Vögel zu sehen. Warum habe ich dieses Ding dabei? Fernglas kennt man beim Ornithologen, einige haben auch hier. Es gibt natürlich, wie in der Rüstung auch immer, man muss noch immer ein bisschen mehr haben, ne? So, weil das vergrößert einfach noch viel stärker. Und man hat hier teilweise große Entfernungen und die Vögel sind dann weit weg, wir wollen die auch nicht stören. Und dann kann man dieses Ding aufstellen, das muss auf einem Stativ stehen, weil man das nicht in der Hand halten kann, dann wackelt das viel zu viel und wäre auch viel zu schwer. Deshalb steht das auf so einem Stativ und da kann man durchgucken, ist nichts mit Fotografieren, sondern einfach nur, um eine Vergrößerung zu haben. Ist aber sehr typisch für Ornithologen. Der Ornithologe weiß, es gibt etwas Besonderes, wenn am Wegesrande plötzlich 3-4 solcher Stative stehen. Dann, daran erkennt man das, hat man hier auch schon gesehen. Wenn hier aber eine richtig besondere Art ist, dann kann man auch schon mal 20-30 Spektive. In England, wo das Volkssport ist, wenn da eine richtig seltene Art auftaucht, ich habe Fotos gesehen, wo mehrere hundert solcher Teile dann stehen, die entsprechenden Menschen dann dahinter und dann sitzt dann in so einem kleinen Busch oder in so einer kleinen Schlammfläche wie da hinten dann irgendwie so ein, der heißt dann meinetwegen Bärtstrandläufer oder so, das war jetzt der Name, der mir gerade einfällt, und alle gucken da drauf und er wird von Hunderten beobachtet, weil er halt besonders selten ist und das zieht halt die Ornis an. Aber das gucken wir uns jetzt dann live an.